Davos, Efas, Swissdrg. Sind das die Zauberwörter, die das Problem lösen, an dem bisher alle gescheitert sind? Ist das die Zauberformel, welche die Explosion der Gesundheitskosten in der Schweiz stoppt? Guten Tag, meine Damen und Herren. Das Schweizer Gesundheitswesen ist ein heißes Pflaster. Man bekommt viel, aber man bezahlt immer mehr dafür. Kein Land der Welt, mit Ausnahme der USA, gibt mehr Geld für Gesundheit aus als die Schweiz. Und mancher stöhnt über die Krankenkassenkosten, die sich in den letzten 20 Jahren fast verdreifacht haben. Unser Gesundheitswesen muss reformiert werden, da sind sich alle einig. Aber die magische Lösung des einen Akteurs scheint dem anderen Akteur oft als fauler Zauber. Das digitale HSK-Forum, das Sie sich gerade jetzt anschauen, hat ein hohes Ziel. Unter dem Jahresthema «Ambulante Versorgung, Kostenbremse oder Kostenfalle» wollen wir mit führenden Köpfen aus verschiedenen Ecken des Gesundheitswesens herausmeißeln, wie sich unser Gesundheitssystem verbessern ließe, welches uns so lieb und teuer ist. Vier Fachleute fordere ich jeweils eine knappe Viertelstunde zu einem Gespräch heraus, in dem sie die rettende Formel vom faulen Zauber trennen sollen. Avos, Efas, Swissdrg. Wer kennt die Parole gegen den Fluch der Gesundheitsexplosion? Hier ist mein Gast aus dem Lager der Privatkliniken. Andrea Ritz, über Leitung sind wir verbunden. Herzlich willkommen. Ist es im Moment lustig, Direktorin und CEO der Schultes-Klinik zu sein? Lustig? Nein, es ist nicht lustig, die CEO zu sein aktuell. Aber es ist spannend und um das geht es ja. Also ich glaube, wegen lustig bekommt heute keiner einen Job, aber spannend schon. Schwierige Zeiten, auch natürlich im Zusammenhang mit der Corona-Krise, darüber reden wir noch. Zuerst aber möchte ich auf das Zauberwort AFOS kommen, ambulant vor stationär. So der Laie von außen würde vermuten, da schreit die Spitaldirektorin auf und sagt, alles stationär behalten. Sagen Sie das? Nein, das sagen wir nicht. Weil ich glaube einfach, dass es nicht nur um die Kosten geht, sondern es geht wirklich darum, die Patienten ideal zu behandeln. Und ich persönlich und wir auch in der Schultes-Klinik, wir leben das, dass wir dem Patienten die bestmögliche Versorgung zukommen lassen. Und wenn es möglich ist, dass der Patient nicht bei uns übernachten muss, dann soll er das auch nicht. Ist das auch der Wunsch der Patienten generell, so schnell wie möglich wieder nach Hause? Ja, das sehen wir heute wirklich. Das war früher überhaupt nicht so. Früher gingen wir immer davon aus, dass wenn jemand so viel Krankenkassenprämie bezahlt hat, dass er auch lange in Genuss kommen will der Leistung. Das ist heute überhaupt nicht mehr so. Heute sehen wir, dass die Patienten rasch bei uns sein wollen, rasch operiert werden wollen, aber dann auch wirklich nach Hause gehen und sich dort regenerieren können. Alle scheinen einig zu sein, das spart Kosten. Der Bundesrat, glaube ich, verordnet ja auch 6 Eingriffe, die man nur noch ambulant machen darf. Würden Sie sagen, das geht mit dem medizinischen Fortschritt weiter? Kann man immer mehr ambulant machen? Ja, das glaube ich, dass man das tatsächlich kann. Es fragt sich halt einfach immer, wie sinnvoll ist es? Und ich glaube, da ist das große Abwägen, ist einfach immer noch da. Und wenn man so Statistiken macht, eben so von der Gesundheitsdirektion, was man muss und was man kann, dann darf man einfach eines nicht vergessen. Die Patienten werden älter, die wir sehen, die Patienten sind vielleicht auch krank, und zwar so krank, dass es einfach nicht nötig und nicht möglich ist, eine ambulante Behandlung zu machen. Und dann soll man das auch stationär machen dürfen. Und ich glaube, wenn jeder das wirklich sehr gut abwägen würde gegenüber dem anderen, dann machen wir das auch richtig. Und ich finde schon, also wenn ich persönlich gehen würde, ich möchte auch so kurz wie möglich da bleiben und dann mich zu Hause regenerieren. Nun könnte man wiederum als Laie denken, okay, ambulante Behandlung, das machen vor allem die Ärzte oder in ihren eigenen Zentren. Ist aber nicht so. Mehr und mehr machen die Kliniken und Spitäler auch ambulante Spezialangebote. Ja, das ist natürlich so. Also schon einerseits auch, weil wir auch
daran gehalten werden, das auch zu tun. Aber es ist so, ja, also bei uns werden fast alle handchirurgischen Eingriffe und sehr viele fußchirurgische Eingriffe, kniechirurgische Kleineingriffe werden heute schon bereits ambulant gemacht. Und das ist wirklich, kommt gut an bei den Patienten, kommt auch gut an natürlich dann beim Kanton, der nicht mehr so viel bezahlen muss. Aber was man einfach da wirklich schon sagen muss, der Patient selbst, der wird dadurch natürlich noch mehr belastet. Und ich glaube, das ist genau das Thema, von welchem wir halt auch sprechen müssen. Das ist so. Genau. Irgendetwas scheint im System noch schief zu sein. Und dieses Irgendetwas kann man mit dem Zauberwort EFAS beschreiben. Die Forderung nach einer einheitlichen Finanzierung von ambulant und stationär. Das ist im Moment nicht so. Was müsste einheitlicher sein? Das Problem eigentlich an der ganzen tarifarischen Geschichte bei den ambulanten Eingriffen ist, dass die ambulanten Eingriffe heute nach TARMED abgegolten werden und TARMED ist nicht kostendeckend für die Spitäler. Das ist mal der Punkt 1. Also wenn Sie in die Schultes-Klinik kommen, dann wenn Sie dann nach draußen gehen, stecke ich Ihnen virtuell noch ein paar Nötli in den Hosensack. Und wir können einfach nicht davon leben, oder? Das ist das Problem. Das ist das eine Problem. Das bedeutet also, jeder, der ein Spital betreibt, so wie auch ich, oder der eine Arztpraxis hat, der ist natürlich nicht unbedingt darauf aus, dass er nicht kostendeckende Strukturen machen und abarbeiten soll, sondern er möchte einen kostendeckenden Tarif. Und ich glaube, das ist genau das, was EFAS auch wirklich machen muss. Es soll eine Pauschale geben, genauso wie bei den stationären Patienten. Es soll ein Qualitätsstandard vorgegeben sein, wie man die Operation auch durchzuführen hat. Und sie muss kostendeckend sein. Und dann steht dem nichts mehr im Weg. Und dann bin ich ganz sicher, dass wenn das ein System ist, von welchem alle leben können, die Versicherer, der Kanton, der Patient, dann ist es auch ein System, das gut ist für die Schweiz, weil da ist einfach keiner der Gelackmeierte. Weil, wenn ich richtig verstanden habe, bei stationären Behandlungen muss der Kanton 55% Kosten mittragen und bei ambulanten 0, 0, rien, das ist wenig. Ja. Genau, und deswegen ist es auch nicht verwunderlich natürlich, dass der Kanton mit dieser lustigen Idee kommt, ambulant vor stationär zu machen. Und das ist natürlich im Umkehrschluss ist das natürlich schon so. Also wenn ich Gesundheitsdirektorin wäre, wäre das ein sehr guter Punkt, den würde ich auch bringen, weil natürlich die Kantonsfinanzen entlastet werden, aber die Krankenkassen belastet und damit auch der Patient belastet, weil seine Prämien, die steigen und wahrscheinlich die Steuern des Kantons sinken leicht, aber man merkt es nicht. Und das ist ja im politischen Prozess drin. Und was ich sehe, da sind fast alle dafür, dass man es macht. Die Kantone bremsen noch. Sind Sie zuversichtlich, dass das dann irgendwie doch zu einem guten Ende rutscht? Ja, auch das ist schwierig. Sie haben sicher gestern das Kommuniqué gesehen, das H+ veröffentlicht hat. Und da sieht man wieder, oder es sind Verband wieder sehr viele sehr viele Tarifpartner. Und diese sehr vielen Tarifpartner, die sind halt einfach, je mehr dort am Tisch sitzen, umso schwieriger wird es auch wirklich, dass man etwas wirklich erzielen kann. Eben, das hat ja jetzt jeder erkannt. Unser System ist sehr komplex, sehr viele Akteure vertreten sehr viele diverse Interessen. Wir geben über 80 Milliarden im Jahr aus für Gesundheit. Es muss irgendwie runter. Wo sehen Sie andere Stellschrauben, um die Kosten zu dämpfen? Ja, wissen Sie, wenn es so ein einfaches Rezept geben würde und ich Ihnen das jetzt darlegen könnte, dann wäre ich wahrscheinlich eine sehr reiche Frau, weil ich ja überall angefragt würde, ob ich das Gesundheitswesen anderer Länder auch reformieren würde. Es ist, glaube ich, nicht so einfach, aber ich glaube, es gibt einfache Stellschrauben und dann nehme ich mich einfach immer wieder bei der Nase. Also ich sehe einfach, dass die innerhalb des Spitals wirklich auch sehr viel Luft nach oben ist. Und wir sehen ja das immer dann, wenn wir gezwungen werden, all die Prozessstrukturen anzupassen und zu verbessern, dann können wir das. Das bedeutet also, dass wir dynamischer reagieren sollten und zwar proaktiv. Wir haben das gemacht in der Schultes-Klinik und haben mit einfachen Methoden
wo wirklich alle Fachbereiche miteinander zusammenspielen, haben wir beispielsweise die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von den Patienten signifikant senken können, innerhalb von 4 Jahren von 5,7 beispielsweise auf 4,2 Tage. Das bedeutet also, der Patient ist schneller zu Hause, das medizinische Resultat ist gleich oder besser, aber die Sprache und die Kommunikation mit dem Patienten ist verbessert und anders. Und ich glaube, das sind alles kleine Dinge, die wir einfach machen können und machen sollten. Und jetzt Hand aufs Herz, Frau Ritz, das sind nicht diese bloody exits, dass man die Leute noch blinddarmblutend auf die Straße wirft, vor denen sich so viele gefürchtet haben, als man damals gesagt hat, man führt Pauschalvergütungen ein. Ja, nein, das ist überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil. Wir befragen die Patienten ja auch jetzt, wo sie kürzer bei uns liegen, ob sie dann mit der Liegedauer zufrieden wären. Wenn wir aktuell die Patienten befragen, dann sagen 81% der Patienten immer noch, sie wären zu lange im Spital geblieben. Das heißt also, wir haben Luft, wir können sie also noch früher nach Hause lassen. Aber wir müssen einfach die Nachfolge, also was passiert nach dem Spitalaufenthalt, regeln. Und auch da gibt es ein Zauberwort, das ich wirklich glaube. Ich meine, die Spitex, die macht eine super, super Dienstleistung und die muss noch viel, viel mehr eigentlich eingebunden werden in das ganze System. Und dann sind wir gut und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dann habe ich als externer Zauberlehrling auch das Wort Swiss Drg in die Luft geworfen. Das hat die Swiss DRG, glaube ich, heißen. Müsst ihr da, jetzt wird es aber Fachchinesisch für Spezialistin. Swiss DRG ist was schon wieder genau? Das regelt die Fallpauschalen. Also jeder, der zu uns kommt, der kriegt eine Fallpauschale und die Spitäler, die machen nicht mehr, die verdienen nicht mehr daran, dass der Patient möglichst lange im Spital bleibt, so wie das früher war, als die Logiernacht wie im Hotel gezahlt werden musste, sondern man kriegt einen DRG, also eine Fallpauschale, wo man den Fall abarbeiten muss, wenn man es gut macht, wenn man den Patienten mit guter Qualität nach Hause schicken kann in einen gewissen Range, dann verdient das Spital Geld. Wenn man das nicht schafft, also wenn man Komplikationen beispielsweise macht bei Patienten oder der Patient Komplikationen macht, dann bezahlt eben die Klinik drauf. Die Idee ist, dass die DRG, Disease-Related Groups, Rechnungen, Pauschalisierungen, Kosten dämpfen. Ist das ein allgemeines Modell? Müsste man auch in anderen Bereichen bei den Ärzten so viel mehr mit Pauschalen arbeiten? Das ist eine schwierige Frage, glaube ich. Ich glaube, mit Pauschalen zu arbeiten ist dort gut, wo es eine Leistung gibt, die einen Anfang und ein Ende hat. Aber stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie würden mit Pauschalen arbeiten bei einem Hausarzt. Wie regeln Sie dann den chronischen Patienten? Also darf dann der nur noch irgendwie 2 oder 3 Mal im Jahr den Arzt aufsuchen? Also ich glaube, das macht es einfach deutlich, deutlich schwieriger eigentlich. Aber ja, Pauschalen sind dann gut und sind für den Regulator gut, weil Pauschalen einfacher rechenbar sind und sich auch besser budgetieren lassen. Von dem her ist es sicher gut. Für die Patientensicht, ja, glaube ich, muss man schon differenzieren. Fast schon zum Schluss. Was hat die Schweiz aus der Corona-Krise gelernt? Was müsste sie lernen? Also, das Gesundheitswesen der Schweiz, glaube ich, und das hat man gesehen, hat einen richtig guten Job gemacht. Das ist auch die Qualität, die wir wirklich sehen, wo das schweizerische Gesundheitswesen gegenüber anderen Ländern auch stolz sein darf. Aber es ist natürlich so, das hat alles seinen Preis. Und ich glaube, die Schweizer Bevölkerung und der Schweizer, der muss einfach, wenn er zu diesem System, so wie es heute ist, dass, wenn man das vergleicht mit einem Auto, ist das ein Rolls-Royce. Und man kann sich nicht ein Rolls-Royce in der Garage leisten und dann einfach nur für einen kleinen Fiat bezahlen wollen. Und das ist halt einfach das, wenn wir das wollen und wenn wir das so tun und wenn wir weiterhin so viele Spitäler mit so vielen Großgeräten und immer jederzeit alles verfügbar haben wollen, ist das der Preis. In einem anderen Gespräch, Frau Ritz, das ich an diesem digitalen HSK-Forum führe, hat der Vertreter von Cura Futura gesagt, das Problem ist, wir haben viel, viel, viel zu viele Spitäler. Wehren Sie sich da oder hat er ein bisschen recht? Nein, er hat recht, absolut. Und wir sind viel zu wenig spezialisiert. Aber andere Spitäler müssen weg, nicht Ihres. Sie können beweisen, dass es
die Schultersklinik braucht? Ja, die Schultersklinik, die braucht es sicher, aber vielleicht auch nicht so, wie sie heute dasteht. Also ich glaube, wir müssen wirklich flexible Lösungen erarbeiten. Und ich glaube, diese Kooperationen, die wir miteinander machen müssen zum Wohle des Patienten, die müssen wir angehen. Und ich glaube schon, ich glaube, dass beispielsweise jetzt in Zürich hat es sicher zu viele Spitäler, die das Gleiche machen. Aber wenn man das vielleicht anders aufziehen würde, dann wäre das sinnvoll. Wer ist in der Pflicht, wenn Sie sagen, wir müssen Kooperationen herstellen? Wer muss jetzt anpacken und sich zusammenraufen? Die Spitäler selbst. Das ist ganz klar, das liegt ganz klar in der Hoheit der Spitaldirektoren. Und es liegt auch daran, ob man wirklich diesen Paradigmawechsel machen will, dass man gemeinsam ein bestimmtes Patientengut behandelt. Und ich bin da die Erste, ich versuche immer, ehrliche, ernsthafte, gute Kooperationen voranzutreiben, aber es ist nicht einfach, weil das Vertrauen untereinander einfach noch von Konkurrenz geprägt ist und einfach nicht mit einem ehrlichen Miteinander. Das ist halt, im Moment ist das wirklich noch so. Ich glaube, die Generation nach uns wird das schaffen. Und ganz zum Schluss, welchen Hebel würden Sie ansetzen, wo Sie glauben, das würde jetzt am allermeisten bringen, um die Kosten zu dämpfen? Ja, ich glaube, EFAS könnte so ein Zauberwort sein. Ja, das glaube ich, das wäre möglich. Aber ich würde noch weitaus weitergehen. Ich würde jede Notfallkonsultation noch mit einem 50er-Nötli bepreisen, weil dann bin ich ganz sicher, dann wären die Notfälle ganz sicher nicht so überfüllt, wie sie es vor Corona waren. Nach Corona sind sie schon deutlich leerer als auch schon. Andrea Ritz, besten Dank für das Gespräch. Dankeschön. Die Interviews am HSK-Forum 2020 kamen digital zu Ihnen. Corona hat eine persönliche Begegnung diesmal verhindert. Wenn Sie wollen, sehen wir uns am nächsten Forum mit einem neuen spannenden Thema wieder. Und dann, wenn alles gut geht, live.